Damit am Wort als vorerst letzter gemeldeter Redner der Klubobmann der FPÖ, Walter Rosenkranz. Ja, das muss sein, Kolleginnen und Kollegen, weil hier im Parlament jeder sich zu Wort melden kann, der möchte. Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, man sieht hier in der Debatte eines ganz klar, es gibt halt einen Unterschied im Menschenbild. Die einen sehen es eher kollektivistisch und die anderen sehen mehr das Individuum auch mit eigenen Freiheiten. Und nicht jedes Individuum muss unbedingt auch gleich von einer Gewerkschaft mitvereinnahmt werden oder von anderen. Nein, es kann auch durchaus individuelle Regelungen geben, die besser sind als das, was die Gewerkschaft mit jemand vorhat. Das ist halt einmal ein Grundsatz. Ich hätte mir nicht gedacht, dass von all denjenigen, die immer sagen, es muss ein selbstbewusstes Parlament sein, es kann doch nicht so sein, dass alles hier nur als Regierungsvorlage durchgewunken wird, dass hier aus dem Parlament keine Initiativen kommen können und dass ich es erleben musste, wie sogar mit einem Entschließungsantrag seitens der Vereinigten Linken sogar gebettelt wird, dass eine Regierungsvorlage hier ins Haus kommt, dass ich so etwas erleben darf, hätte ich mir nicht gedacht. Ich kann Ihnen aus eigener Anschauung und Wahrnehmung sagen, hier haben wir im Parlament verhandelt, August Wöginger und ich, und das Ganze mit einem Berater- und Expertenteam, das tatsächlich auch den Begriff des Expertenteams verdient. Was wir in den letzten Tagen an Experten, Expertinnen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor allem gehört haben, das ist ja wirklich atemberaubend, welche Arbeitsrechtsexperten es hier gegeben hat. Zum Beispiel gibt es da eine Politikwissenschaftlerin, die auf einmal Arbeitsrechtsexpertin wird. Dann gibt es jemand aus der berüchtigten Sektion 8 der Sozialisten in Wien, der wird auf einmal auch Arbeitsrechtsexperte. Ich glaube, bei Ihnen funktioniert das so, da nimmt man sich ein weißes Blatt, nimmt sich einen Kartoffeldruck, schreibt Arbeitsrechtsexperte drauf und fertig ist die Visitenkarte und man kann sich schon dazu äußern. Expertise schaut ein bisschen anders aus. Dann, ganz spannend, stellen Sie sich vor, was es für tolle Umfragen gibt. Das IFES-Institut wurde von der Arbeiterkammer beauftragt, eine Umfrage unter Betriebsräten durchzuführen. Und das ist dann auch etwas gewaltig Repräsentatives für den gesamten Markt der Angestellten und der Arbeiter, die es in diesem Land gibt. Also, das ist doch wohl wirklich an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Sie, und das verstehe ich vollkommen, leben in Ihrer Funktionärsblase bei Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer drinnen und Sie sind in der Angst, dass Ihnen die Fälle davon schwimmen. Davon kann wahrscheinlich sogar der Pensionsprivilegienritter der Arbeiterkammer, der Herr Rossmann, ein Lied singen davon. Wenn der Herr Rossmann meint, wir sind, was die Arbeitssituation betrifft, wiederum im 19. Jahrhundert angekommen, dann kann ich Ihnen nur eines sagen, Ihre klassenkämpferischen Töne passen nur mehr ins 19. Jahrhundert drinnen, ins 19. Jahrhundert hinein. Das ist das einzige, weil, und das kann und muss ich Ihnen sagen, die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts sieht anders aus. Die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Angestellten, die in den Unternehmen sind, das sind verantwortungsvolle Partner. Und ich kann Ihnen sagen, ein intelligenter Unternehmer kann es sich mittlerweile gar nicht mehr leisten, mit seinen Angestellten schlecht umzugehen, weil er findet sonst gar keine mehr. Sie brauchen jetzt schon Arbeitskräfte und bekommen sie nicht im Tourismus und in anderen Branchen. Man findet sie nicht. Und wenn man welche finden würde, naja, es sind zwei Anklänge gekommen. Der erste war die Frage der Gesundheit oder der Sicherheit. Man muss ein Gesetz so machen, dass nach Möglichkeit die Arbeitsgerichte nicht befasst werden. Das hört sich schon fast so an, wie wenn die Sozialdemokratie irgendetwas zu reden hätte, man überhaupt keine Arbeitsgerichte mehr brauchen würde. So super würden Sie das alles lesen. Ein kleines Beispiel, Krankenanstaltenverbund in Wien. 12-Stunden-Tag vereinbart und die dort Beschäftigten mussten zum Arbeitsgericht gehen, damit die Zeit des Umkleidens nicht in die
also dass das in die Arbeitszeit eingerechnet wird. Dazu muss man im Roten Wien zum Arbeitsgericht gehen, wenn Sie einmal etwas in der Hand haben. So schaut die Realität aus. Und da reden Sie von der Gesundheit. Und wenn noch dazu gefragt wurde, ja, es trifft die jungen Menschen, die finden keine Arbeit dann in Österreich, werden keine bekommen. Ich sage Ihnen, warum junge Menschen in diesem Land oft keine Arbeit finden können. Weil sie durch die letzten Jahre roter Bildungspolitik im Unterrichtsministerium entsprechend schlecht qualifiziert worden sind, dass sie ein Arbeitnehmer, ein Lehrherr, wenn ein Lehrling die Grundrechnungsarten nicht mehr beherrscht, dass sie gar nicht mehr genommen werden können. Das ist die Realität, die sich in Österreich hier abspielt. Sie befeuern mit Ihrer kleinen gewerkschaftlichen Blase alleine den Klassenkampf. Das ist alles nur, der Klassenkampf sieht anders aus. Und wenn Sie sagen, Begutachtungszeit ist zu kurz. Ich sage Ihnen, die echte Begutachtung beginnt am 01.01.2019, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt und die Menschen in diesem Land als die wahren Experten am Arbeitsplatz, ob Unternehmer und Angestellte, erkennen, dass es eine gute, eine richtige, eine zeitgemäße und für den Wirtschaftsstandort Österreich notwendige Lösung ist. So, ich möchte zum Schluss kommen, was mich sehr interessiert. Ich habe, wie ich herausgekommen bin, habe ich eines noch nicht gesehen. Der neue Herr ÖGB-Präsident befindet sich ja an sich als Mitglied dieses Hauses hier im Nationalrat. Mich wundert, warum er eigentlich seine großen Töne nur außerhalb des Parlaments von sich gibt und nicht hier ans Rednerpult kommt. Sie haben noch Restredezeit. Kommen Sie, stellen Sie sich, reden Sie. Sagt Walter Rosenkranz, der Klubobmann der FPÖ.